Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier immer noch am Erkunden des Startgebietes und sind hier auch relativ stark gegen die Gegner schon, was mir aufgefallen ist. Und ja, eigentlich wollte ich, warte mal, wie viel haben wir jetzt im Gepäck? Okay, knapp unter 300. Ich würde jetzt aber in diese Richtung gehen wollen. Und gucken, was wir da so finden. Also noch an versteckten Orten, wie das da zum Beispiel. Oder das da. Aber einfach mal hier alles erkunden. Ich weiß jetzt nicht, was wir sonst noch alles finden können. Wölfe. Also Küstenpirscher, die hier sind. Und ein Windwurz. Da sind sie. So. Erstmal erledigt. Alter, wieso rennen die immer so viel? So, wo ist der dritte? Der haut ab. Der ergreift die Flucht. Machen wir so. So, wieder zur Axt. Was ist denn das da? Blaue Malfassblüte wollen wir nicht mitnehmen. Die haben sonst nichts. Ich finde es schade, dass die nichts haben. Aber wir gehen hier mal weiter. Da sind Menschen. Freund oder Feind? Feind, die jetzt sofort alle angerannt. Straßendiebe. So, erst erledigt. So. Da. Da ist er. Nur ein Kratzer. Nur ein Kratzer. So, mal gucken, was der hat. Das hat er. Die sammeln wir jetzt nicht mehr ein. Also, Kleidung und Schuhe brauchen wir nicht. So, das nehmen wir mit. Okay, da. Das ist jetzt ein Weg, wo wir bisher noch nie gar nicht waren. Apfel. So, Eisenkriegshammer-Bauplan. Handwerksbuch Alchemie-Lehrling. Pesara. Da haben wir auch noch wieder eine Burg. Wie viel haben wir? 335 Kilo. Na, wir werden gleich wahrscheinlich wieder nur gehen können, nicht mehr rennen. Was ist das hier? Können wir hier noch weiter hoch?
Der hat nix. So, dich machen wir auch noch fertig. Der hat auch nix. Wo wollte ich hin? Da. Achso, das ist die Burg, dieses Symbol. Okay. Jo. Nee, das ist das da. Was ist dann die Burg? Ah, okay. Ich glaube, heute zu dieser Folge werden wir wahrscheinlich es nicht bis zur Burg schaffen, weil wir vorher überladen sein werden. Aber interessant, was wir da jetzt entdeckt haben. Und ich frage mich, wie oft wir hierhin zurückkehren müssten, so weil ich jetzt hier vorweg das alles nehme, um hierhin zu kommen. Leuchtturm und Schiff. Alte Vagabundenkapuze. Da haben wir wieder so ein Pilz. Flussheim Ark. Was gibt's denn hier? Händlerin Eshra Miraya. Nein, nein, ich bin noch nicht bereit, sie aufzugeben. Geht! Was? Wie meinst du? Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Elfriede bleibt bei mir. Und ihr könnt euer Kostüm fallen lassen. Ich erkenne einen Todesgott, wenn ich ihn sehe. Ein Todesgott? Was? Oh, verzeiht. Ich bin eingenickt. Hä? Naja, wer seid ihr? Ich hatte nicht erwartet, so weit draußen noch jemanden zu treffen. Das heißt, abgesehen von diesen Banditen. Das ist eine lange Geschichte. Die Frage ist, was macht ihr so weit draußen? Ihr wirkt jedenfalls nicht wie die typische Abenteurerin. Nein, bin ich eigentlich auch nicht. Diese Ruine hier, wisst ihr, ich bin Händlerin. Und meine Spezialität sind historische Gegenstände. Sammlerstücke, wenn ihr so wollt. Die Sorte, die man üblicherweise in alten Ruinen findet. Okay. Normalerweise bin ich natürlich nicht dumm genug, selbst danach zu suchen. Ich weiß ja, wie gefährlich das ist. Nur war da in Flussheim dieser Reisende aus Ark, der mir von diesem Ort hier erzählt hat. Der Dreiflusswacht. Jede Menge Steintafeln und Bücher aus der Zeit vor der Abschottung. Und vollkommen ungefährlich. Tja, und da ich ohnehin in der Gegend war, dachte ich, einen Blick zu wagen kann ja nicht schaden. Großartige Idee, wirklich. Hört, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber um ehrlich zu sein, sitze ich ziemlich in der Patsche. Gelinde gesagt. Und ihr seht aus, als wüsstet ihr euch zu verteidigen. Meint ihr, ihr könntet mir helfen? Etwas Furchtbares ist geschehen und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Lass mich raten, es hat mit dieser Elfriede zu tun. Ach ja, meine Elfriede. Man hat sie entführt. Gestern Nacht erst. Bei den Sternen. Ich war so dumm. Wir wollten gerade Lager für die Nacht machen und ich bin Feuerholz holen gegangen. Und zack, kaum komme ich zurück, ist sie weg. Dann hat man sie entführt? Irgendeine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Die Banditen? Nein, ein Vatyr. Ich habe ihn noch grunzen gehört, als er mit Elfriede abgehauen ist. Er muss sich diese Ruine wohl zu seinem Heim gemacht haben, wisst ihr? Ich habe versucht, mich reinzuschleichen, aber das ist unmöglich. Und zurück nach Flussheim, um Hilfe zu holen, kann ich auch nicht. Bis dahin hat er sie bestimmt schon gefressen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wenn er Elfriede irgendetwas antut, das würde ich mir nie verzeihen. Gegen ein Vatyr kämpfen, da verlangt ihr eine ganze Menge von mir. Was ist für mich drin? Ich habe sicher irgendwas dabei, was euch nützlich ist. Aber reden wir darüber, wenn ihr sie gerettet habt. In Ordnung? Jede Sekunde, die wir vergeuden, spielt diesem Biest in die Hände. Na gut, ich werde sehen, was sie tun können. Wartet hier. Oh, bei den Göttern. Habt Dank. Beeilt euch. Zeigt mir mal, was ihr so im Angebot habt. Natürlich. Wie viel Geld hat die? 480. Okay. So, erst einmal will ich meinen Scheiß verkaufen. Dann habe ich wieder Platz im Inventar. Weil, Dolch der Verzweiflung. Den behalten wir mal. Den können wir vielleicht entdingsen. So, das kann weg. Flammstab.
Langbogen, die beiden können weg. So, dann hier die Sets behalten wir. Das kann weg. So, die Wehrrobe. Leichte Rüstung 4 Punkte verbessert. So, die können weg. Das kann weg. Warte mal, Das brauchen wir nicht. Leben entdecken, Tod entdecken. So. Okay, dann gucken wir mal, was sie hat. Nichts, was besser ist. Auch nichts, was besser ist. Erzählung des Wanderers der Schattentänzer und Aveldin der Wanderer. Okay, die hat nichts. Schreitet wohl. Dann haben wir jetzt zumindest ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und hier soll ein Wartür sein. Vielleicht speichere ich einmal vorher. Alte Dreiflusswacht entdeckt. Was ist nochmal ein Wartür? Ich weiß jetzt nicht einmal, ob wir schon mal einem Wartür begegnet sind. Das ist ein Wartür. Wartürenauge. Spinnenbeute. Können wir verkaufen. Bekritzelter Brief. Zum Gruße, Samuel. Mach dich nicht so verrückt. Du wurdest ganz sicher nicht an die Dreiflusswacht abgeschoben. Die Wacht hat ihren Zweck verloren, den Abtransport der Edelsteine aus der aufgegebenen Edelsteinschifferei im Tal zu sichern. Deshalb reicht es, wenn ein Beobachter dort bleibt. Einerlei. Kann ja verstehen, dass es ziemlich langweilig und einsam ist, am verlassensten Fleckens Enderals Wacht zu schieben. Aber ich bin mir sicher, dass sie dir in ein paar Wochen jemand zur Hilfe schicken. Halte einfach so lange durch. Tee. Ja, Flüsterbäume. Nehmen wir mal mit. Das Leben der, des Torgen Wisperzunge, Band 3. Nehmen wir auch mal mit. Junger Mooskrabbler. Ja. Hat aber nichts. Über Flüsterbäume nehmen wir auch nochmal mit. Vielleicht ist das. So, Schale. Stab des. So, ich will das Buch mitnehmen. Scheiß drauf. 8% gestiegen. Gibt hier noch ein Wartür? Ich habe ihre Freundin auf jeden Fall noch nicht gefunden, was entführt wurde.
Bestimmt hier oben. Ein Tagebuch, das ich nicht aufsammeln kann. Nee, aber so. Eisplanke. Also ihre Freundin sehe ich hier nirgendwo. Aber den Wartführer haben wir besiegt. Hier hoch. So, Schmuckschatulle. Und in der Truhe. Ja, komm, hoch, hoch, hoch. Ja. Leeres Pergament, Roll des Lichtboten und Roll des Magierlichts. Springen ist manchmal echt super. Das ist manchmal einfach so schön funktioniert. Ah. Okay, beim Sprinten funktioniert das nicht mit dem Springen. So geht's auch. Elfriede. Elfriede? Oh, bei den Göttern. Hierher, mein Kleines. Hierher. Alles ist gut. Mama ist jetzt wieder hier. Ja, alles ist gut. Bei Malfas. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Wärt ihr nur ein paar Stunden später gekommen, wäre Elfriede jetzt... Ach, ich will gar nicht daran denken. Hier, nehmt das. Es ist ein seltenes Kraut und ich hoffe, es kann eure Mühen zumindest halbwegs entschädigen. Und falls ihr irgendetwas braucht oder verkaufen wollt, kommt zu mir. Ich bin noch eine Weile in der Gegend. Alles im rechten Lot? Dank euch, ja. Ein paar Tage werde ich hier noch sammeln. Dann geht's wieder zurück nach Ark. Schreitet wohl. Okay. Das ist ja süß. Die großen Dinge hatten wir ja schon mal. Also die in groß hatten wir schon gesehen. Hier gibt es aber glaube ich nichts mehr. Okay, aber dann haben wir das hier jetzt, den Abschnitt auch noch fertig, oder wie? Das war jetzt der Leuchtturm, ne? Da müssen wir dann nochmal hin. Ich weiß jetzt aber echt nicht, ob wir es noch zu der Burg schaffen. Aber hier geht es ja auch nicht mehr weiter. Also das war ja auch dann im Grunde eine Sackgasse geworden. Aber die hat aber auch nicht ins Leere geführt. Immerhin. So,
jetzt irgendwie eine Stelle, wo wir pennen können, bis es wieder hell ist. Wäre schön. Nee, ja, rasten können wir nicht einfach so irgendwo. Hier gab es irgendwo eine Abzweigung. Hier, den Weg. Und ich höre wieder Wölfe. Die können wir nicht einsammeln. Warte mal, aber hier gab es doch ein Bett. Nicht hier unten. Komm, ich will hier hoch. So, schlafen bis... Ja, bis 7 Uhr morgens, würde ich sagen. Oder 6 Uhr morgens. Ne, 7 Uhr ist das gleich. Gehen wir mal weiter. Genau, dann gehen wir mal hier entlang. Dort waren wir ja überall schon. Glaube ich, meine ich. Käserad. Okay, für die gibt es keine Erfahrungspunkte. Ja, von denen gibt es hier überall welche, ne? Nehmen wir mit, das. Alles. Schäl nehmen wir auf jeden Fall mit. Damit möchte ich auf jeden Fall meine Hütte dekorieren. Können wir auch alles mitnehmen. Nächste Straßendiebe. Hey, nenn mich nicht Schlampe. Nennt die mich hier einfach Schlampe, ey. Unglaublich. Er hat Verladestellen entdeckt. Ich erkunde mal. Hier gibt es wieder eine Kiste. Lehrling. Nein, da war es doch gerade irgendwo. Gerade hier am Anfang. So, nehmen wir mit. Haben wir schon, aber ist was wert. So, wir haben ein neues Buch. Ich weiß nicht warum, ich lese mal alle Zauberbücher. Aber irgendwie
nutze ich diese sehr selten. Nach Piraten verstecken. Wir müssen aber essen wieder. Piratenversteck. Mal gucken, was es da gibt. Mit Sicherheit auf jeden Fall Piraten. Da wurde niemand aufmerksam. Fackel, schwerer Lederharnisch, zerstörtes Buch lassen wir mal liegen. Straßendieb. Jo, die scheinen doch. Glückstreffer! Wer ist das alles? Die scheinen doch etwas stärker zu sein hier. Autsch. Also die halten hier mehr aus. So, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. So, hier lag noch einer. Auch wieder alles mit. Wir sind gleich überladen. Jetzt sind wir überladen. Nein. Ja gut, wir kommen hier später wieder. Jetzt brauche ich erstmal Händler, denen ich alles verkaufen kann, was ich habe. Nein. Das wird eine lange Reise. Das wird sehr lang dauern hier. Aber den Weg hier kennen wir schon mal und finden hier auch nochmal zurück. Wir haben, glaube ich, einfach zu viele Bücher und so weiter mit. Ne? Und viel zu viel Scheiß, den wir gar nicht brauchen. Aber warte mal, wir können auch gucken. Haben wir etwas, was jetzt irgendwas hier plus macht? Hier nicht. Und hier? Der macht plus, aber ist ein Zweihänder. Ne, hier macht nichts plus. Also nichts, was sich jetzt lohnt für uns. Piratenversteck kommen wir definitiv noch mal wieder. Wir sind halt nur zu überladen. Ja, da freue ich mich schon, wenn wir irgendwann Skyrim anfangen. Obwohl, Morrowind und Oblivion ist das mit der Traglast viel, viel schlimmer, finde ich. Weil dann kannst du die gar nicht bewegen. Hier kann eine Bewegung sich zumindest noch langsam. Aber ich freue mich auch schon, wenn wir irgendwann Oblivion anfangen zu spielen. Und die Story da verfolgen. Da freue ich mich wirklich schon drauf.
Ich glaube, hier wird schwierig, oder? Nee, wir kommen damit raus. Okay, perfekt. Dann gehen wir nochmal zurück nach Flussheim, können da nochmal verkaufen. Dann kommen wir hier nochmal wieder. Warte mal, war das jetzt das Schiffssymbol? Ne. Wo war denn jetzt das Schiffssymbol eigentlich? Flussheim wäre jetzt nach rechts abbiegen. Ich hoffe, die Händler haben wieder Gold. Also, apropos, wie viel Gold haben wir jetzt mittlerweile? Fast 2000 Groschen. Flussheim, wir kommen. So. Wieder derselbe Fehler. Warte mal, wir reiten mal mit dem Eselchen nach oben. Bis zum Händler. Nee, hier. Das ist doch wohl. Ihr tragt zu viel, um zu laufen. So, die chillt einfach hin, rum. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, kauft bitte meinen Scheiß ab. Natürlich. So, die hat wieder Gold, immerhin. So, wir fangen so an, hier. Dolch der Verzweiflung. Wiegen die was? Ne, die wiegen zum Glück nichts. So, das kann weg. Die hat immer noch genug Gold. So, das kann weg.
Magieschutz 20. Dann noch mal nach oben zu den Händlern, da können wir auch noch mal was verkaufen. So. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, hier habe ich jetzt nichts. So, Rolle des Lichtboten kann weg. Das kann weg. Voltrollfett kann auch weg. Türenauge. Wolfsklauen kann weg. Vogeleier behalte ich mal. Spinnenei kann weg. Rattenhaut. Menschliches Herz. Käfereier. Knochenmehl. Schreitet wohl. Ich dachte schon, wer rennt auf uns zu. So, die Belohnung für die Beseitigung des Trolls entgegennehmen. Nice. So, apropos, hier können wir jetzt eben noch unsere Sachen einlagern. Dolch der Verzweiflung packen wir da. So. Die wollte ich noch verkaufen, okay. Die behalten wir. Komm, das kann weg, das kann weg. Okay, Questgegenstände nicht. Das kann weg. Zauberbücher lassen wir mal. Die Baupläne packe ich auch mal da rein. Auch wenn die nichts wiegen. Schädel weg. Fragment linkes Horn. Questgegenstand. Okay, wiegt dafür aber auch nichts. Goldenes Trinkhorn. So, und die Schädel da rein. Ist doch immer dasselbe. So, dann kann ich den Rest hier verkaufen. Ah ja, und das kann wieder ausgenommen werden. Ah, willkommen, willkommen. Dies und das. Ja. Schaut einfach selbst. So, Stab des Magierlichts. 70. So. AK-Doppelbock kann weg. Sonst ist hier alles, was nur Leben wiedergibt, oder? Mana-Pilz. Okay. So, Artischocke. Warte mal. Die können weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Friedenskraut kann weg. Das braucht man. Das kann weg. Das kann weg. Mehl kann weg. Menschliches Herz behalten wir. Nachtschatten. Weg. Rattenhaut. Schlammmorchel. Kann weg. Schmier kann weg. Stechpalmenbeere, Türenauge. Waschfrauenpilz. So, das machen wir.
machen wir. Alchemie erhöht. Perfekt. Geselle, hier wieder Lehrling. So. Nice. Sonst haben wir hier nichts mehr. Die Dinger kann ich nicht verkaufen. Schade. Schreitet wohl. So, wie viel tragen wir jetzt bei uns? 147. Ja, können wir noch mal zum Piratenversteck hingehen? Ja? Die Seelensteine muss ich irgendwie schauen, dass ich die irgendwo verkauft kriege. Wahrscheinlich in Ark. Der Herr? Warst du schon beim Schrein? Schnell, geh nachschauen. Mit dem Schrein machen wir später, ja? Ich weiß nicht, wonach ich da genau suchen muss. Aber den Weg gehen wir nochmal zurück hier. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich liebe einfach die Musik hier. Dum, 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 dum. Oh. Falsch nachgesummt. Nachgetrillert besser. Ich will mal sprinten und drücke mal das Falsche. Genau, und dann hier jetzt diesen Weg. Ich müsste die Steuerung hier vielleicht mal für mich anpassen, so wie ich es gewohnt bin von Spielen. Hier sind noch Wölfe. Hier. Der ergreift eigentlich die Flucht. Wollfleisch. Können wir grillen. Der hat nichts. Ach, hier sind wir wieder. Salz nehmen wir mit. Schwere Lederstiefel. Die hatten wir übersehen. Da gab es noch zerstörte Bücher. Interagieren, Wünschelbund. Den Schacht hinunter? Ein goldener Kelch. Ein grasfarbener Stein. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Bringt mir mein Herz zurück. Umdrehen und gehen. Okay. Wünschelbrunnen. Verlorene Herzen. Auf meinen Reisen traf ich auf einen eigentümlichen Brunnen, aus dessen Schacht eine Art magische Entität zu mir sprach. Es scheint, als benötige der Brunnen, was für ein Wesen nun auch in ihm steckt,
einen bestimmten Gegenstand, um zu ewiger Ruhe zu kommen. Alle wünschen Brunnen Finn und ihnen ihre verlorenen Herzen zurückbringen. Golden Forest, Tiefgraben, Sonnenküste und Pulverwüste. Wo finde ich diese Herzen? Warte. Hier, noch weiter Richtung Süden. Den Weg hier entlang. Ich bin jetzt neugierig. Ich will jetzt irgendwie wissen, wo ich die finde. Und wir müssen was essen. Komm, ein Topf essen wir. Dann gehen wir nochmal da in die Piratenhöhle. Schmugglerversteck. Piratenversteck, Entschuldigung. Und nehmen da auch nochmal alles auseinander. Schön, dass die da immer noch liegen. Das sehe ich, wird Groschen und Mentalist leer. Mentalismus wieder. Und wofür das hier eigentlich? Ah, okay. Ja, hier waren wir schon. Hier hatten wir eine Quest gemacht. Apropos, warte mal. Lernpunkte haben wir noch 26 und Handwerkspunkte 27. Die müssen wir wirklich noch investieren irgendwo. Aber diese Handwerksdinger, die kosten alle so viel Geld. Das ist leer, das hatten wir ja schon. Komplett gelootet, leer gemacht. Als Verlorene bezeichnet. Schön, dass ich das zu Ende lesen konnte. So, da oben müsste noch jemand sein. Ich sehe einfach viel zu wenig hier gerade. Ah, hier. Nein, nein. So schön, dass die auch immer so sagen, nein. Und so was. Wenn ich einen ihrer Freunde da erledigt habe. Und mir juckt die Nase gerade. Fängt schon an. Nehmen wir alles mit. Wo ist er hin? Unten, ne? Der eine ist runtergefallen. So, kriegen wir das hier geknackt? Andere Richtung, okay. Perfekt. So, nehmen wir alles mit. Nächste Stufe in 250 Erfahrungspunkte. Perfekt. Mal gucken, ob es hier noch mehr Leute gibt. Irgendwo. Viele Truhen auf jeden Fall. Und Hühner.
die hatten wir alle. Viele Groschen auf jeden Fall. Die haben viel Geld. Hütte in der Zuflucht. So, ihn haben wir noch nicht gelootet. Komm ich da hin? An die Truhe? Sehr viel Eisen. Okay, dann gehen wir mal in die Hütte rein. Kann ich hier irgendwas verbessern? Die kann ich nicht verbessern. Warum nicht? Nein, das so. Da drinnen muss es hell sein. Da war was. Helga! Jo, was? Haben wir ihn erledigt. So. Set des Rattenfängers, stiller Schritt des Rattenfängers. Das ist eins. Set des Vielgereisten, Fäust des Vielgereisten. So, eine Fackel nehmen wir mit. Friedenskraut, Karotte, Lederstiefel, eine Pfeife hat er. Und schwächlich Schamanenamulett. So, Notiz. Werter Goldrack, ich bitte darum, dass wir schleunigst Mannschaften schicken, um die erbeuteten Waren aus der Zuflucht zu schaffen. Dieser alte Erdstollen eignet sich zwar ideal als Versteck für das Schiff, mit dem wir die Überfälle auf die Handelsschiffe ausführen, die Ark ansteuern. Allerdings ist das Versteck wegen der gelegten Lorenstrecke auch recht auffällig. Wenn die Stahlkrabben Wind davon bekommen, können die Waren nicht mehr sichern. Stahlkrabben? Das nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Trank ist leer, Mana-Trank nehmen wir mit. Grabesfluch, Rang 1. Roll der Wasseratmung einfach. Dietrich nehmen wir mit. Ein Topf. Gebratenes Geflügelfleisch. Groschenbeutel. Genesungstrank, ranzig. Groschen. Eisenhelm. Flöte ist 12 wert? So, feine Kleidung, 35 wert. Schuhe, nichts. Also 2. Eine Pfeife. Spitzfingertrank einfach. So, können wir noch mal was kochen? Ich gucke mal. Machen wir ein Wolfsfleisch und eine Hasenbrote. Da ist ein leerer Sack. Oh, Knoblauch und Friedenskraut. Okay, nice. Haben wir das Piratenversteck auch fertig?
Ja gut, dann können wir hier gehen. Ich freue mich schon, wenn wir hier das ganze Gebiet hier auch noch einmal erledigt haben. Ich weiß nicht, gab es für den eigentlich noch ein Kopfgeld oder so? So, auf zur Sonnenküste. Selbstgemachte Rüstung und Waffen sind in der Regel den gekauften. Okay. So. Dann sind wir hier schon mal auf der Hauptstraße wieder. Beziehungsweise nicht wirklich Hauptstraße, aber auf dem Weg. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.